veränderte Innentemperatur 10,4 Grad. Kein Wunder. Das ist ganz dicht an der Heizung. Ne? Also, so warm haben wir es nicht und es sind im Moment nur noch minus 3,2 Grad. Wir haben Glück. Nebel ist aufgekommen. Möchte ich mal zeigen. Ne? Nebel. Und meine Frau sagte schon, wir mussten natürlich was Warmes essen, sagte schon, Frühstück am Nordpol. Ich möchte sagen, habe nochmal wieder auf meinen Zahn gebissen, ne, weil natürlich ist das Brot auch ein bisschen härter bei der Kälte. Ich möchte mich nochmal bei Uwe Mamro dafür bedanken. Tun weiter dumm, laufen hier frei rum. So, wir haben hier im Moment in der Wohnung Kühlschranktemperatur, ne? Also wenn Sie in Ihren normalen Kältefach reinfassen, also nicht Tiefkühlschrank oder Einstern-Kältefach, sondern einfach den Kühlschrank, wo Sie die gute alte Butter, ne? Beziehungsweise diese Margarine stehen haben und alles, fällt mir nicht ein, und die Wurst und was weiß ich nicht alles, Diätbrause. So, jedenfalls möchte mich nochmal allen bei allen bedanken, sag nochmal Wohnungsamt Wiesbaden, Rathaus Frankfurt, Behörden Frankfurt, Polizei, Staatsanwaltschaft, ne, Gerichte und so weiter. Sehen Sie sofort zu, dass wir hier an unser Vermögen kommen, dass wir eine vernünftige Wohnung kriegen, dass wir nicht mehr begast werden können. Man hält uns hier mit aller Gewalt in dieser Wohnung. Man hat natürlich auch mit dieser halben Jahr Störung verhindert, dass wir das Internet wohnen. So mussten wir natürlich so rum betteln. Sehen Sie sofort zu, dass was kommt, und auf jeden Fall wird es dafür Bestrafung geben. Sie merken, die Temperatur geht zum Glück hoch. Kann Ihnen sagen, sie war bis 4,6, ne, Nadine? Ja. Bis 4,6 oder 4,8 sogar ist sie noch runtergegangen, und dann ging sie hoch, weil Nebel reinzog in die Stadt. Und dafür werden sie selbstverständlich alle hier zur Verantwortung gezogen, weil von so einer kleinen Piepelstadt lassen wir das nicht gefallen. Ne? Da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Sehen Sie sofort zu, ich gebe nochmal einen Notfallbefehl. Gehen Sie hier rein in die Wohnung. Wir wollen ständige Verbindung haben, damit wir auch sehen, dass Sie in der Wohnung sind, ne, Nadi? Also Überwachung, weil nicht, dass Sie damit mal rauslaufen und man uns dann wieder schön begasen kann. Da reichen ja schon 5 Minuten beim Kampfgas. Das reicht ja schon, wenn wir schön einen wegkriegen, wenn wir die ganzen Fenster zu haben. Oder eine Minute reicht da ja schon. Oder eine halbe. Also sehen Sie zu, dass Sie hier reingehen und auch von oben für Ruhe sorgen. Es wird im Moment unter uns und über uns nicht geheizt. Deshalb haben wir im Moment Kühlschranktemperaturen. Möchten die offizielle Temperatur nicht zeigen, möchte ihn aber nochmal zeigen. Ne? Also hier ist das Thermometer, da beginnt die Heizung. Also. Nur deshalb haben wir diese Temperaturen. Also, die haben wir selbstverständlich nicht, diese Temperaturen. Selbstverständlich hat diese Heizung natürlich auch nicht die Wirkung, aber es ist natürlich auch ein bisschen wärmer durch die Heizung. Wir nehmen an so 2, 3 Grad. Das ist sehr, sehr viel, weil erinnere nochmal dran, Computertastatur ist jetzt eiskalt und auch jeder Gegenstand, den wir anfassen, ist sehr kalt, so wird dann unsere Hände dadurch kalt. Das war es erstmal, Nadine. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.